Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Feed the Beast Beyond und ich möchte heute mal so langsam was anfangen, was ich eigentlich schon recht lange machen wollte, nämlich eine Baumfarm. Und es hatten glaube ich schon der ein oder andere mal in die Kommentare geschrieben von wegen, dass dieses Tinkers-Werkzeug, warte mal, ich gehe mal kurz hier rüber, upsala, das war ein bisschen zu weit. Genau, nämlich das Zeug hier, also quasi die Mattox, dass sie nur leveln, wenn sie in einer Baumfarm drin sind. Keine Ahnung, wieso das so ist oder sein könnte, ich weiß es ja noch nicht, aber wir werden das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und deswegen bauen wir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Farming Station. Aber bevor wir das tun, eine Sache noch, Wut, genau. Und zwar, oh, dunkel. Wir sollten hier definitiv mal die Kiste ausmachen, weil, oh, voll. Ja. Das bedeutet, wir bauen das Ding mal ab. Dementsprechend kann auch nichts Neues nachkommen. Und ich denke mal, dass wir so das ein oder andere an Gedöns erstmal ins System schmeißen. So, wir hatten jetzt Zombies hier drin, ne? Genau. Ich denke mal, wir werden demnächst unsere Produktion wieder auf Enderdrachen beziehen, aber noch nicht. Brauchen wir wirklich das ganze Rotten Flesh? Ich denke nicht. Also, naja, lassen wir es mal so stehen. Ich hau mal eben den Apfel da rein. Des Weiteren können wir erstmal das Botania-Buch hier wieder reintun, denn Botania brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, da wir den Gaia-Boss ja geklatscht haben. Und dementsprechend mache ich mir darüber erstmal gar keine Gedanken. So, dann... Ach, er fängt oben an. Na, ist egal. Wir haben auf jeden Fall ganz viele Dragon Eggs, ganz viele Nether Stars, Dragon's Breath, Sulfur und den ganzen anderen Quatsch halt, den man sich, oh, so vorstellen kann. Mit dem Rucksack klappt das irgendwie nicht, ne? Naja, ist egal. Auch hier könnten wir vielleicht demnächst nochmal so eine kleine Anbindung ans System bauen. Je nach Bedarf. Mal sehen. Fakt ist, wir haben auf jeden Fall genügend Leder. Also das Rotten Flesh können wir ja mit Botania umwandeln zu Leder. Dementsprechend ist es total unproblematisch. So, wir machen das Ding einmal voll. Ein paar Stacks hatten wir, glaube ich, noch, genau. Ja, das sollte erstmal reichen. Dann ist hier wieder ein bisschen Platz drin und der Importbus drin kann erstmal arbeiten. So, gut, wir gehen nach Hause, bauen eine Farming Station. Und ich denke mal auch, dass wir genügend Enderperlen haben, ne? Ja, definitiv. Das heißt, wir werden nachher den Mattock aus der Enderfarm oder Enderperlenfarm nachher in die Baumfarm reinschmeißen. So, aber wie gesagt, wir brauchen erstmal eine Farming Station. Genau, da haben wir sie schon. Läuft, wir brauchen eine Diamond Hoe. Dann benötigen wir diesen Z-Logic Controller. Haben wir noch Solarium? Das ist die Frage. Wer hat, oh, wir haben kein Soul Sand mehr, ne? Warte mal. Doch, haben wir noch. Okay, wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich mache mal ein paar mehr. Dazu sollte eine noch Gold dazugehören, ne? Oh, oh. Wir haben... Oh, oh. Alter, wir haben gar nicht mal so viel Gold. Nochmal 8, genau. So, und hier haben wir dann natürlich den Furnace oder... Ne, Alloy Mode. Also kein Furnace Mode, wollte ich eigentlich sagen. So, dann. Wir brauchen zweimal Silicon, einmal Redstone. Redstone? Haben wir noch Silicon überhaupt da? Oh, oh. Aber ist auch noch in Ordnung auf jeden Fall. Des Weiteren brauchen wir noch ein Zombie-Head. Na gut, da sollten ja nachher noch genug nachkommen. So, und dann haben wir hier unseren Slice and Splice, genau. Und die beiden Solarium-Barren, die kommen dann nachher da rein. Oh, hier ist ja noch was drin, lol. Okay, nice. Zack, viel Spaß. In der Zwischenzeit, wo das gebaut wird, können wir schon mal den Rest hier zusammen craften. Maschinenchassis, da fehlt der Capacitor. Interessant. Oh. Wir haben echt ein Goldproblem. Naja gut, irgendwas ist immer. So, die bauen wir gleich alle um. Denn diese Capacitors kann man ja bekanntermaßen immer gebrauchen. Und was fehlt noch? Verdammt, wir brauchen... Warte, haben wir noch Pulsating Iron? Jo, nice. Ja cool, dann machen wir nochmal eben einen kleinen. Und dann hätten wir auch schon den zweiten Kristall. Genau, jetzt fehlt im Prinzip nur noch der Z-Logic Controller und auch der ist schon fertig. Wunderbar. Der kann da rein und des Weiteren können wir den Rest einfach zusammenbauen. Ja, coole Sache. Worüber ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe, ist die Frage, wo wir diese Baumfarm überhaupt hinstellen. Verdammter Mist. Oh Mann. Und vor allem, wo wir Strom dafür herbekommen. Alter, wie viele Nether Stars wir haben. Das ist so bekloppt, Alter. Wut ist echt OP. Aber geil. Krass. Einfach nur krass. Warte mal, nehmen wir ein paar Saplings erstmal mit. Wir haben hier... Naja, Dark Oak möchte ich nicht nehmen. Wir nehmen ganz normale Oak Saplings.
Warte mal, dann brauchen wir eigentlich noch Conduits. 640, oder wir schließen die drüben per Immersive Engineering an. Ja, doch, machen wir. Ist besser, glaube ich. Gerade für den Außenbereich. Ich denke, wir suchen erst ein Plätzchen. So, pass auf, wir gehen mal eben zu Immersive. Klauen diese Anlage die Madhawk-Geschichte. Wie gesagt, Enderperlen haben wir definitiv genug. Da brauchen wir uns jetzt mal gar keine Gedanken zu machen. So, ich glaube, wir können schlafen, ne? Ja. Yep. Dann werden wir das auch tun. Einmal hoch, weil wir faul sind, und dann gucken wir uns hier mal um. So. Wir hätten hier noch ein bisschen Platz. Der Energieanschluss für die Geschichten. Oh, hi. Wer bist du denn? Oh. Gut, dann hätten wir das. Der kann weg. Energietechnisch kommen wir von hier eigentlich ganz gut dahin. Das müsste sogar noch reichen. Ich mach mal hier ein bisschen sauber. Moment. So, machen wir die Ecke mal klar hier. Okay. Dann bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, wie groß wir das nachher im Endeffekt bauen. Ich denke mal nicht allzu groß, denn Holz brauchen wir jetzt nicht so dringend immer. Ja? Deswegen lassen wir wahrscheinlich die Standardgröße da. Und wir stellen die Kiste jetzt einfach mal hier hin. Du kannst da rein, genau, passt genau. Dann können wir schon mal... ich mache das mit der normalen Schaufel, sonst sieht das wieder so künstlich aus. Hier ein bisschen Erde wegkloppen einfach. Wir müssen sowieso irgendwann in einem Stream, wenn ich aus der Sommerpause wieder da bin, müssen wir hier mal alles umkrempeln, dass es mal vernünftig ausschaut hier. Aber das später. So, jetzt haben wir das schon mal stehen. Die Erde kann auch rein und wir organisieren uns mal schnell. In der Hoffnung, dass die Entfernung passt. Ein HV-Kabel und ein HV-Connector. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Haben wir HV-mäßig noch was da? Oh ja, haben wir... nee, Relay nicht. Wir brauchen einen Connector. Und wir brauchen Wirecoil. Und ich nehme jetzt mal eben zur Sicherheit, ne? Nehme ich mal ein Relay mit. Falls wir es doch brauchen. Man weiß es ja nicht so genau. Ach so. Verwirrung. Hui. Das ist ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. Aber ab und zu vielleicht mal ganz praktisch. So, auf jeden Fall... nee, halt. Setzen wir erstmal den Connector oben drauf, dann das Kabel daran. Ich glaube, das ist zu weit, oder? 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 Nee, das funktioniert. Wie geil ist das denn? Jawohl. So, und der Bereich? Ideal. Da hätten wir... nee, passt. Das passt perfekt. Ja, geil. Und nun bin ich halt gespannt, ob das ganze Gedöns auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir holen gleich mal ein bisschen Bone Meal. Warte mal. Haus. Beziehungsweise... nee, warte mal. Bones haben wir ja genug da, ne? Durch die Mobfarm. Stimmt. Ja, easy. Krasser Shit, ey. So, das kann er wieder rein. Und nehmen wir mal 2 Stacks mit. Füllen kurz die Farming Station auf. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wir müssen halt das ganze Ding noch irgendwo mit anschließen. Wie genau, müssen wir da mal sehen. Na, möchtest du mal wachsen? Also mich interessiert jetzt erstmal nur, ob der Madhawk Erfahrungspunkte bekommt oder nicht. Und na klar, wir müssen ihn irgendwann nochmal reparieren und dann die Modifier draufhauen, aber alles nach, alles zu seiner Zeit, wollte ich sagen. So. Tatsächlich, 5 XP. Das ist echt merkwürdig. Also bei Weizen geht's nicht, bei Kartoffeln geht's nicht, bei Enderperlen geht's nicht, aber bei Holz. Ich vermute mal, dass es mit Ender.io immer nur diese Primäreigenschaft nimmt, also quasi als Axt in dem Fall bei Madhawk. Und deswegen hat er nirgendwo sonst Erfahrungspunkte bekommen. Aber jetzt wissen wir, dass es läuft. Na, was haben wir jetzt? Ja, 29, wunderbar. Ey, das ist eine geile Sache, ohne Witz. Gefällt mir. Anbindung ans ME-System, genau, darauf wollte ich hinaus. Und zwar machen wir das ganz einfache wie gehabt. Wir werden wieder eine Ender-Chest bauen. Und diese dann mit dem ME verbinden, genauso wie bisher auch. Eventuell wird es auch langsam mal Zeit, dass dieser Importbus vielleicht eine Upgrade-Card bekommt, also eine Acceleration-Card oder ähnliches, also zum schneller einziehen der Items.
Je nachdem. Was wollte ich machen? Ah ja, eine Ender-Chest, okay. Leichte Verwirrung, wie immer. So, Ender-Chest, da haben wir sie. Was genau fehlt uns denn eigentlich? Nichts, das finde ich sehr gut. Hatten wir da irgendeinen Farbcode drauf? Ne, weiß, ne? Genau, ME war immer weiß, perfekt. Des Weiteren benötigen wir noch ein paar Item-Conduits. Haben wir da noch welche von? Ja, das reicht. Und wir müssen noch mal... jetzt bin ich gerade... Warte mal. Habe ich noch... Ja, wir haben noch einen Filter dabei. Okay. Oh, hoch. Wo kommt der auch... Wo der auch immer herkommt, der Filter. Aber wir haben ihn da dabei. Denn wir müssten da vielleicht gleich mal was einstellen. Ich denke mal, dass wir auf einen Baum verzichten können. Oh, oh. Kannst du das mal kurz wegmachen, bitte? Danke. Jetzt ist die Frage, genau, hier machst du Push. Ah, das ist cool. Der macht dir immer erst seinen internen Speicher voll, bevor er es draußen, draußen hinschmeißt, ne? Werden wir gleich sehen. Ja, cool. Und das Zeug wird eingesogen. Ja, ich finde das super. Ich finde das echt geil, ohne Witz. Ja, genau. Der ballert immer seinen internen Speicher zuerst voll. Super Sache. 164 haben wir schon, geil. Warum habe ich die Conduits nochmal mitgenommen? Ach, keine Ahnung. Ach so, stimmt. Weil ich die Kiste eigentlich erst unten drunter hinstellen wollte, aber ist Quatsch. Ja, ist nicht Quatsch, aber dieser eine oder diesen einen Sapling hier, den können wir uns sparen. Ja, cool. Dann haben wir eine Baumfarm. Sau gut, ey. Dumm. Wir haben hier jetzt... Ach so, ich habe gerade den Modifier gesucht, aber wir haben schon einmal Reinforced drauf, deswegen habe ich das gerade nicht gecheckt. Dementsprechend natürlich auch keine Modifier. Gut, das Ding müsste jetzt dann zweimal leveln. Wir können schon mal die Modifier bauen. Genau, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, okay. Geht schon. Was wir dafür brauchen... Oh, oh. Ich sehe unser Gold schwinden. Wir gehen mal ganz schnell nochmal zum Botania-Turm. Geht hier was? Haben wir hier Gold drinne? Ui, nice. Ja gut, nicht so viel, aber immerhin. Mal eben durchsortieren. Ja, okay. Wir haben so langsam aber sicher ein kleines Goldproblem. Der Filter kann da mal rein, den brauchen wir gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den noch hatte, aber egal. Oder haben wir hier in der Kiste noch Gold? Warte mal. Oh, zum Glück. So, dann machen wir hier Furnace Mode an. Und schmeißen da das restliche Gold rein. Perfekt. Und nun brauchen wir... Wir brauchen drei... Platten, ne? Das heißt, wir brauchen 6-mal Gold. Den Rest tun wir da rein. Und was brauche ich noch dafür? Reinforced Obsidian, ne? Ja. Alles klar. Obsidian kriegen wir ran. Wunderbar. Nehmen wir mal so einen Stack mit, ist ja egal. Und dann haben wir hier leer. Okay, wunderbar. Läuft der, würde ich sagen. Das Obsidian an sich können wir hier schon mal verteilen. Genau, einmal Reinforcement. Und dann kriegen wir hier nochmal Reinforcement. Und einmal brauchen wir das noch, dann haben wir erstmal alles. Im Prinzip brauchen wir dann nur noch Geduld. So, den Rest nehmen wir mit und schmeißen das ganze Zeug ins System. Da sind ja schon 450 drin, krass. Und wie viel Rotten Flesh wir haben, das ist unglaublich. Ja, geil. Gut. Das läuft. Ich werde mal eben, bei der Farm gucken. Warte mal, nee, wir gehen da hin. Wobei ich glaube, dass es ziemlich egal ist. Stimmt, der braucht auch noch eine Hoe. Ja, machen wir später. Ja, 201, wunderbar. Ich denke, wir lassen den Server mal laufen und gucken mal, wie das Ganze in der nächsten Folge aussieht. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.